Chiller, meine Damen und Herren. Der Dreams and Nightmare Contest ist seit gestern fertig und man kann sich jetzt die Einsendung der Gewinner anschauen. Das will ich jetzt machen. Ihr wisst ja, dass ich da auf ganz tolle Sachen hoffe, unter anderem eben sowas wie eine Hyper Beast oder sowas ähnliches. Das ist jetzt eher keine Hyper Beast, aber es ist schön bunt. Und es hat schon auch so ein bisschen was von einem Beast. Das sieht schon mal geil aus, das Nightwish-Teil. Es gibt ja einmal die Nightwish Collection mit diesen drei gezeigten, kann man auch ein bisschen ran scrollen. Sieht schon mal nice aus. Und noch die Dreams and Nightwish Collection generell, also wahrscheinlich alle Einsendungen, die dieser Creator reingeballert hat. Und da können wir auch mal schön nah rangehen, so. Also das hier oben ist ja der absolute Hammer, was da reingeballert ist. Die kennt man doch schon, oder? Meine ich. Oder so was Ähnliches zumindest. Hier auch richtig geiles Zeug. Ach du Scheiße. Und ja, das ist, was ist das hier? Chainmail-mäßig oder was? Sehr coole Einsendung von ihm. Dann haben wir hier den nächsten. Ich nehme an, dass die alle gleichermaßen gewonnen haben. Da gibt es wahrscheinlich keinen Platz 1, Platz 2 und so weiter, sondern jeder bekommt was, oder? Hier, ich gehe direkt auf die Collection drauf, dass wir eben auch wieder hier, wie gerade eben, schön nah rangehen können. Die sehen auch geil aus. Hier so ein bisschen Drogenlauch-mäßiges. Naja. Niran hat auch was Schönes eingesendet. Nur diese MP7-4. Okay, die sieht auch geil aus. Das hier ist ein Team, Kuch und Sebastiter. Und dieses Team hat 5 Items rausgebracht. Ja, die sieht auch schon mal ziemlich nice aus hier, die MP9. Die Pistole auch. Oh, lecky. Ich weiß, dass von uns auch ein paar mitgemacht haben, weiß aber nicht, unter welchem Pseudonym da mitgemacht wurde. Ob vielleicht jemand von uns gewonnen hat, aber ich nehme an, das hätte ich dann schon längst gehört. Hier haben wir die Rapid Ice Farmers. Oh, ist jetzt nicht so mein Style, aber sieht trotzdem gut aus. Also das ist ein... Das ist auch ein sehr schöner Skin. Ich gehe mal richtig close ran. Ja, ja, ist auch in Ordnung, nicht wahr? Dann haben wir hier einen, der alleine wieder geschafft hat. Der hat hier... Okay, die sieht gar nicht mal so gut aus, oder? Ich habe mit anderen Dingen gerechnet auf jeden Fall bei dieser ganzen Dream-Nightmare-Geschichte. Das sieht für mich nicht wie ein Nightmare aus. Vielleicht wie ein Traum, okay, aber nicht wie ein Albtraum. Aber Druida, da passt der Name natürlich, ne? Der Druide macht so... Grünen Kram. Der Mallow, was macht der Mallow? Ach guck mal, das ist doch schon wieder interessanter hier mit dem Kätzchen. Und dann das hier vorne noch als Augen nutzen, sehr cool. Also jetzt finde ich nicht so stark wie die anderen bisher gezeigten, aber schlecht ist es nicht. Oh, damn. Damn, Daniel, das muss, oh, das sieht echt geil aus. Dead Silence. Das hat was ultra cleanes. Den muss ich haben. Soweit ich weiß, bringen sie die jetzt auch bald raus, ne? Hier und immer. Da unten steht, sie kontaktieren jetzt die Gewinner und wurschteln dann in den nächsten Wochen daran, dass sie diese Skins so bald wie möglich ins Spiel reinbringen. Das Ding würde ich dann schon gerne mal gedroppt bekommen, weißt du, nach dem Spiel. Was haben wir hier? Okay-ish. It's pretty okay-ish. Sein Artwork. Sieht für sich alleine sehr, sehr nice aus. Auf einer Pumparelli. Hm. Also, das sieht auf jeden Fall gut aus, aber ich hätte es, glaube ich, woanders draufgepackt und mir nicht die Pumpi ausgesucht. Wobei natürlich Schrotflinte, Zombies... Das ist schon das Eint. Aber ich hätte es dann vielleicht noch ein bisschen bunter gemacht. Also so wie eben hier auch. Die Saturation auf dem Skin selbst hätte ich ordentlich noch hochgepumpt. Oder zumindest ein bisschen. Es wirkt auf den Teilen hier etwas arg. Obwohl, naja, gut, das sieht vielleicht auch nur so aus. Muss man da mal in-game sehen. Aber Moment, hier sind dann noch mehr. Ah, da ist es doch auf anderen Waffen drauf. Ne? Also guck mal hier die MAC-10. Jo. Da sieht es auf jeden Fall satter aus, finde ich. Also hier würde es mir schon direkt besser gefallen als auf der Schrot. So, der Madara und der Blazer, wieder ein Team, die gehustelt haben. Und zwar ordentlich. Das sieht ja geil aus. Ja, okay, das ist auch schönes Zeug. Also vielleicht jetzt nicht so ultimativ mein Style. Aber schön bunt. Kann ich hier unten einfach aufs Artwork klicken und danach die Waffen anglotzen? Ah ja. Ah ja. Wenn die alle reinmachen wollen, alle. Oder ist dann doch nur ein Gewinnerskin dabei, bei jedem Team. Aber da wäre das ja ein Riesenhaufen Holz, wenn man da alles reinballert. Guck mal, wie viel die meisten hier gemacht haben. Gut, die ja auch. Guck erst mal an. Sag ich hier vielleicht sogar das erste Mal, dass ich etwas zu bunt finde? Nein. Die geht schon. Der Hook und der Quahu. Was habt ihr Schönes gemacht? Ah, ja. Ja, sieht ganz nice aus. Nicht absolut krass, aber geht schon. Was habt ihr hier noch drin? Das ist auch ganz, ganz viel Zeug. Aber eher so basic, glaube ich. Ja. Der Jerry und der Slow, was habt ihr Schönes gemacht? Ach Gott, zeige mal. Lose, win. Die Swag entscheidet. Dees. Was hat Dees gemacht? Okay, das ist jetzt wirklich irgendwie... Also, das ist schon cool, sieht gut aus. Und passt auch auf die P2000, aber finde ich deutlich schwächer als jetzt zum Beispiel die ersten paar, die wir uns angeguckt haben. Die zwei hier sind Lost Souls auf der 5.7, wie auch auf der Swaggerine. Der sieht schon besser aus.
aber auch eher nicht so stark wie das andere von vorhin. Und dann hatte ich aber auch noch andere. Horror, die MP9. Oh ja. Wer Angst vor Clowns hat, der scheißt sich hier ein. Paradisiac. The Paradisiac. Aha. Jo. Ja. Komm, ist in Ordnung. Was habt ihr hier Schönes? Eine Ska. Eine Ska ist halt echt irgendwie nicht so gern gesehen und gespielt. Ich meine, sicherlich gibt es den Skin auch für andere. Das hoffe ich doch. Weil es wirkt ja dann fast so, als wenn du dein Talent verschwenden würdest, indem du eigentlich einen schicken Skin machst oder halt generell coole Artworks hast und die dann aber auf ein Wäffelchen ziehst, das jetzt nicht so gerne gespielt wird. Außer von Demi natürlich. So, die vorletzten zwei. Das ist doch wieder was Schöneres. Mit Glowing Eyes Effekt. Show me that Glowing Eyes Effekt. My God, it's glowing. Das haben sie schon schnell gemacht. Claro ist gut. Oh, guck mal hier im Dunkeln. Die war guck dich an, nicht schlecht. Das sieht aus, als hätte er eine Handtasche in der Hand. Aber trotzdem sexy. So, last man standing. Sora rocks. Ist das ein Ouija-Board? Yes, it is. Sort of Ouija. Oh Gott, guckt euch die Animation an. Holy fuck, dude. Guck mal hier, die Ouija Collection. Oh mein Gott, dude. I'm so scared right now. Ja, die finde ich cool. Die Ouija-Dinger. Insgesamt echt sweetes Zeug. Mir gefällt trotzdem, glaube ich, das hier am besten. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, welche Einsendung euch am besten gefallen hat. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr den Namen nicht mehr wisst, die Minutenverlinkung reinballern, wo man den Skin sieht. Und dann können wir in den Kommentaren so ein bisschen schwätzen. Ja, also wie gesagt, schönes Event. Schön, dass sie hier auch den Price Pool nochmal hochgeballert haben auf 1,7 Millionen. Das wäre es dann soweit gewesen. Ich mache nochmal ein bisschen hier den Nightwish auf und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video und heute Abend im Livestream ab 18 Uhr. Und zwar jetzt. Eigentlich jetzt. Kommt dran. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die